Stell dir mal vor, das ist da auch. Ja. Das ist dann brutal hart und so 12 in so einem Raum. Klar, die haben nichts, also müssen sie leben. Wenn du hier rausgehst am Abend, dann haben die einfach irgendwie so eine Lebensfreude, die wir in der Schweiz teilweise nicht haben. Und das finde ich so faszinierend. Grüezi miteinander. Der Vox Club ist in Rio de Janeiro. Es ist eine prächtige Stadt mit Sonne, Meer, Palmen und vielen anderen tollen Dingen zu entdecken. Aber es ist eben auch eine Stadt der Gegensätze. Denn überall da, wo es in Rio ein bisschen bergauf geht, da zeigt die Stadt plötzlich ein ganz anderes Gesicht. Dann schaust du runter, da hast du die Bonzenhäuser und hier bist du in Favela. Allein im Stadtgebiet von Rio gibt es ungefähr 700 sogenannte Favelas. Das sind Siedlungen innerhalb der Stadt, wo sich die weniger Wohlhabenden und Mittellosen unter einfachsten Bedingungen niedergelassen haben. Machen das miteinander. Schon abartig. Ja, wir sind gerade unterwegs zum Favela oder einem der vielen Favelas in Rio. Und es ist bestimmt eine extrem spannende Sache, weil es so einen Einblick in eine total andere Welt für uns gibt. Also ich bin sehr gespannt, aber ich habe auch einen großen Respekt davor. Also ich fühle mich gerade ein bisschen seltsam. Ein bisschen ausgestellt, gell? So, wir sind jetzt in Favela angekommen und ich fühle mich noch ein bisschen unwohl, aber mal schauen jetzt. Wie heißt es, die Favela? Rocinha. Nos? Ho? Ho? Singa. Ho Singa. Okay. Wie viele Leute wohnen in diesem Favela? So ist schon 150 bis 180.000 Menschen. Offiziell sind 80.000. Aber also alle Einwohner hier sagen zwischen 150 bis 100.000 Leute. Taxifahrer. Die mögen nicht so gerne hierher kommen, weil die Straßen sind sehr eng, sehr schwer hier Auto zu fahren. Aber ein Bus kommt durch. Ja, Bus kommt ist durch. Ist ja größer als ein Taxi. Ja. Und manchmal stecken sie beide ein bisschen, dann muss einer hinten, einer vorne fahren. Also ziemlich chaotisch. Also Busfahrer ist schwierig hier. Ja, ja. Ist das jetzt, viel Geduld haben. Ist das jetzt die Hauptstraße hier? Das ist die Hauptstraße, okay. Rua 1, okay. Straße 1. Lebendig. Ja, da lebt sich, das lebt. So, gell? Nochmal, ja. Ich find's wirklich irgendwie. Ja, ja, ist spannend. Da sind diese Farben und so. Also, es ist total faszinierend. Es lebt hier. Das ist der Wahnsinn. Da sind so viele Leute unterwegs. Alle mit dem Motorrad, die Busse, da kommt man kaum durch. Also, echt, es pulsiert voller Leben hier. Das ist wirklich sehr spannend. Da vom Favela, von oben gehen wir zwar so ein kleines Gässchen runter und werden dann unten rauskommen und das ist jetzt extrem faszinierend. Das sind so die Wege, wo die Leute halt durchgehen und das ist so total eng, also spannend. Was zahlt man denn hier für Mietpreise, wenn also man hier wohnt? Die Preise hier sind sehr hoch, das heißt, man zahlt hier für ein Zimmer schon 500 Reais. Und das ist umgerechnet 150 Euro. Für das? Das da? Ja. Die Leute kommen her und die bezahlen dafür eine Wohnung 500 Reais. Das ist ja wie bei uns. Wie viele Leute wohnen in so einer Wohnung, so ein Haus? Das sind extrem viele Leute in einer Wohnung, oder? Ja, also man sagt, arme Leute haben kein Geld, aber Hunde und Kinder.
ist auch krass, jetzt hier mal die andere Seite von Brasilien zu sehen, ist auch ganz schön. Also schön nicht, aber es ist spannend einfach. Und also, wie ist so ein Favela organisiert? Wie ein Staat aufgebaut, oder? Eine Gesellschaft, also es gibt die Leute, die klein sind, sind die Aufpasser, ja. Die haben Radius und die sind immer in dem unteren Bereich oder in den oberen Bereich. Und wenn die Polizei hereinstürmt, dann wird es Bescheid gesagt, gibt es Feuerwerk. Ja, sie laufen mit riesigen Feuerwerkknaller, ja, und es wird nach ihr geknallt und dann weiß man, aha, gefährlich, und dann müssen die Leute irgendwo ein Versteck suchen. Also gestern war Krieg in Copacabana. Ja, war Krieg. Die Polizei ist gestürmt, das Favela, haben einen getötet. Und dann hat wiederum die Drogendealer die Polizeifahrer beschossen. Und dann sind spezielle Einheiten gekommen, haben 3 getötet, 6 verhaftet. Auch der Chef hat man gestern verhaftet. Also die schießen dann nicht mit 38 oder so, ne? Das sind dann riesige. Ja, er hat jetzt gerade erzählt, eben, dass in der Copacabana eine Schießerei war, dass ein Boss verhaftet wurde, ein Drogenboss. Da gehen wir heute hin in Copacabana und werden da noch 3 Tage wohnen. Deswegen, positiver hat es uns nicht gestimmt. Früher hat man für selbst gehabt und dann, was übrig geblieben ist, hat man verkauft. So, wir sind jetzt wieder aus dem Favela raus. Es war total eindrücklich, spannend. Es war sehr interessant, eine andere Seite von Brasilien zu sehen. Und ja, jetzt gehen wir wieder zurück. Also ich fand das, ich war froh, als wir dort weg waren, ganz ehrlich, weil ich fand das nicht so. Also ich fand es interessant zu sehen, aber ich fand es trotzdem irgendwie bäh. Also vorher habe ich mich da unwohl gefühlt, trotzdem. Also einfach, weil die ganze Stromkabelsalate da oben hängt und die ganzen Hütten, so 6 Stöcke übereinander, ohne Architektur, du gehst durch diese Gässchen und denkst so, ich fühle es nicht zusammen. Also es ist schon. Und überleg mal, wenn du wie groß waren diese Räume, was hat der gesagt? 12 Quadratmeter 12 ungefähr. 12 für 150 Euro. Also es ist schon Wahnsinn. Krass. Überleg mal, wie du da lebst. Ah, das ist ja kein Raum. Du sitzt ja eigentlich im Wohnzimmer des anderen drin immer. Das ist ja. Ein Zusammenleben, das muss ich ja irgendwie verstehen. Ja, sicher, klar. Schon krass, ja. Aber als wir noch gegangen sind am Schluss, bin ich mit gutem Gefühl rausgegangen. Ja, also ja, weil man klar. Man setzt den Leuten an irgendwie, also es sind nicht unglückliche Menschen da. Da lebt man halt miteinander und nicht jeder privat in seinem großen Haus und so. Das finde ich ja schon auch eine schöne Sache. So, das war's wieder von uns. Wer noch mehr Lust auf Videos von uns hat, der kann hier klicken. Wer mehr Lust auf Musik und Musikvideos hat, der kann hier klicken. Wer uns gerne einen Kommentar da lassen will oder uns liken will, was uns natürlich sehr freuen würde, der kann hier klicken. Viel Spaß, tschüss.